verrühre die Masse, wo wir bis jetzt schon die Banane, Öl und Zucker drin haben und die Eier. Und jetzt warten wir, dass das Mehl gesiebt wird, damit wir das auch mit reinpacken können für das Bananenbrot. Ob Gemüse, Brotbällchen, Waffeln oder Omelette, beim Kochen im Laufe Jugendzentrum steht heute ein echtes Menü auf dem Plan. Einige der Jugendlichen werden dabei sogar richtig kreativ. Wir probieren jetzt die Wraps mäßig in Schokolade ein bisschen einzutunken und dann Bananen draufzulegen. Weil ja die restlichen Bananen, die wir jetzt nicht fürs Bananenbrot gebraucht haben, dachten wir, benutzen wir einfach für die. Anders als gewohnt stammen die Lebensmittel dafür nicht aus dem Supermarkt, sondern von der Tafel. Wir hier in Lauf haben immer unsere Ausgabe der Tafel an einem Samstag und es bleibt nicht viel übrig. Also man darf jetzt nicht denken, bei der Tafel ist Überfluss an Lebensmitteln, bleibt viel übrig. Aber Backwaren, Brötchen oder auch so gerade Bananen, also was wir heute auch verwenden, bleibt immer sehr viel übrig. Und das haben wir einfach dann überlegt, was können wir damit machen. Und ja, und deshalb kochen wir heute hier. Beim normalen Kochen habe ich eine feste Zutatenliste und die gehe ich dann einkaufen und dann habe ich schon einen Plan von vorne und hier ist es alles wesentlich kreativer, weil wir halt die Zutaten haben, die gerettete Lebensmittel sind und daraus versuchen wir noch das Beste rauszuholen und bis jetzt sieht es so aus, als würde uns das gelingen. Während die 20-Jährige bereits durch ihr Ehrenamt bei der Tafel Erfahrung mit Lebensmitteln hat, werden andere aus der Gruppe vor eine Herausforderung gestellt. Ich finde es sehr ungewohnt. Ich koche zu Hause immer mal, nicht besonders viel. Und es ist eine sehr starke Umstellung, hier das zu nehmen, was man hat und wirklich zu schauen, dass man mit dem, was man hat, was Gutes kocht und was dann auch allen schmeckt, wo dann alle mit zufrieden sind, weil man ja trotzdem auch auf einzelne Vorlieben und wie zum Beispiel Allergien oder sowas achten muss. Und man hat halt nicht so eine breite Auswahl wie jetzt in dem Supermarkt auch einfach. Man muss halt mit dem arbeiten, was man isst. Und wenn man halt so sieht, oh, ist schon 2 Tage abgelaufen oder so, klingeln ja eigentlich die Alarmglocken. Und genau was das angeht, möchte Christine Platt die Jugendlichen sensibilisieren. Denn nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, heißt es längst nicht, dass die Produkte nicht mehr essbar sind. Zudem liegt ihr ein weiterer Punkt am Herzen. Ich finde es einfach wichtig, Jugendliche relativ früh einfach dazu zu begeistern, einfach was in ihrer Freizeit zu machen. Und bei der Tafel wird die Altersstruktur immer älter. Und so freue ich mich, dass wir in Lauf, also wirklich jetzt Olivia, die heute auch mitkocht, ist erst 14. Also dass wir wirklich ganz, ganz junge Helfer haben. Nach etwa 2 Stunden in der Küche haben die Jugendlichen ein ganzes Buffet aus geretteten Lebensmitteln aufgetischt. Ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.